Dann ziehen wir die nämlich jetzt gerade zusammen. Machen dort nichts Leeres rein. Ich muss die Statistik natürlich im Auge behalten. Da ist sie. So, wie viel haben wir jetzt noch übrig? Ja, 250 Kacheln können wir noch bebauen. Das heißt nämlich jetzt für uns, dass wir den ganzen Scheiß Versorgungsmist hier erstmal wegmachen können, inklusive der Fahrstühle. Richtig, richtig. Und der Müll ist damit auch schon gegeben. Gut, das bedeutet, wir können alles abreißen. Außer die Fahrstühle, die können wir nachher setzen, wie wir sie wollen. Ja, 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 ich mach's ja schon richtig. So. Und hier auch die Sky Lobby, die ich übrigens gar nicht mehr angepasst habe. Gut, die sollte man natürlich auch wieder neu aufbauen. Das habe ich jetzt mal gerade komplett übersehen. Lobbys mit majestätischen Stahlbalken. So. Okay. Oh oh. Oh oh oh. Was ist das? Warum? Ohne Gasanschluss können wir nichts. Das stimmt. Heißt, wir haben nicht genug Gasversorgung. Hätte ich eigentlich mit rechnen dürfen. Luxusloft. So, hier ziehen wir das Gas durch. Ach so, das haben wir von dort nach da oben gebracht. Richtig. Wir haben es gerade abgetrennt. Oder? Ah jo, was dann? Gut, nee, dann müssen wir da noch einen Verteiler dazu machen. Durch die Lobby entfernen. Da. Strom ist da, aber Gas nicht. Oh, there you go. Und Strom ist da, oder? Ja, Strom ist da. Und Gas ist auch da. Okay, gibt es hier eine Lobby, die nicht so hoch ist? Ach, weißt du was? Don't care. Ich ziehe das Wasser eins nach oben noch. Oder gibt's das? Nein, ich gucke jetzt erstmal. Lobbys. Ne, Minimum 2. Es sei denn. Es sei denn. Es geht nicht. So schon mal gar nicht. What a bullshit. Ne, dann machen wir den Verteiler noch eins höher und dann fällt das auch gar nicht so sehr auf. So. Alles klar. Gut. So, ihr habt's wieder. Mia. Palastähnliche Veranda. Fucking awesome. Lololol. Wollen wir es von hier nach oben versetzen? Ne, wir versetzen es von hier nach oben weiter. Hoffentlich passt das. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ob das passt. Wir werden sehen. Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Also zuerst auf jeden Fall mal Strom. Yay. Kabel. Das liegt da sowieso noch. Perfekt. Yay. Buzzer. Auch. Yay. Und Gas. Yay. Bin mir ziemlich sicher, dass ihr gerade nicht wisst, wie ich mir das aktuell vorstelle. Aber ihr werdet es gleich sehen. Boom. So, jemanden einziehen lassen, Terrasse rechts. Zack, bam. So, jetzt können wir nämlich oben drüber direkt weitermachen. Versetzt weiter nach innen. Direkt auch schon mal Strom und so weiter da legen. Boom. Kabel. Yes. Wasser. Und so weiter. Und so weiter. Da war jemand gar nicht mal so zufrieden. Why? What is your problem? Spaten. Wir sind alle zufrieden. Na gut, dann eben nicht. Das ist so eine geile Wohnung, wenn es fertig ist. Zufriedenheitsmap, please. Nö, war wahrscheinlich nur die Person, die gerade keinen Bock mehr hatte. 110.000 am Tag. Great. Müsste aber klar gehen, doch. Wir mieten hier gerne. Und ihr habt alles, was ihr wollt. Richtig, richtig.
Pötzchen. Okay. Okay. Komm, schneller, ihr Opfer. Können wir das umziehen? Perfekt. Ziehen wir das nämlich dahin. Und das dahin. Sauber. Jetzt bauen sie natürlich da oben nicht weiter, weil sie Arschlöcher sind. Vom Allerfeinsten. Aber ich vermute, wir können sogar alle vier übereinander hauen hier. Komm schon. Tut es. Was denn? Ist das jetzt der Kerl? Ja, oder? Die sind nämlich ultra zufrieden. Der Yoga-Service, ohne Scheiß. Gut, dann können wir dann ein bisschen mit Penthouse-Wohnungen auffreshen. Später. Und da wohnen wirklich Leute. Sehen wir die auch? Barbara und Nancy. Zeit nach Hause gehen. Also die arbeiten da wohl nur in ihrer Wohnung. Vollopfer. Was für Vollopfer. So, okay. Zack. Bam. Der Rasse rechts. So, nächste Etage ausbauen. Bis hierhin. Und dann wird das schön versetzt sein zum Ende. So, Strom. Gabel. Yay. Wasser. Und ich glaube, ich habe Dreck auf dem Bildschirm. Ist es? Ja, Mann, das ist Dreck. Damn it! Ja, mal sauber machen. So, so weit, so gut. Luxus-Penthouse-Wohnungen. Ey, die lasse The Whirlpool die ganze Zeit laufen. Ich fasse es nicht. Was sind denn das für Bitches, Alter? Wie seht ihr denn aus? Barbara wohnt da zusammen mit Nancy. Und The Whirlpool läuft und läuft und läuft vor sich hin. Ihr seid voll die verschwenderischen Bitches. Vor allem, was sind denn das für Klamotten, ey? Schlampen, Alter. Okay, egal. So, sauber, nächste Etage. Moment, wir haben alles gelegt, ne? Jawohl, also nächste Luxus-Penthouse-Wohnung. Zack, da wird's eng. Okay, Zahltag, yay. Terrasse rechts. Hm, könnte gerade noch so eine drüber passen. Das können wir eigentlich direkt abchecken. Nein, da passt keine mehr hin. You know what's bullshit? This is bullshit. Ein Feld zu klein. Fuck. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Alter, das suckt. Wir müssten einen Fahrstuhl um 1 versetzen, damit das passt. Riecht alles nach da um 1 versetzen. Oh, was soll's? Was soll's? Wir haben's ja. Scheiße. Okay, erstmal die Recycling-Thingies. Ich versetze einfach alles. Und fertig. Ja, das mache ich. Dann passt es nämlich hier auch genau. Beziehungsweise hier kann ich es nicht versetzen, aber es geht ja auch nur eigentlich. Ah ne, Moment, wenn ich den Aufzug um 1 versetze, müsste ich den Rest hier oben auch versetzen. Alter. Gut, dann versetze ich. Der Aufzug bleibt. Hier können wir es versetzen. Ja, Moment, der Aufzug muss versetzt werden. Da passt aber auch keiner mehr hin. Fuck. Der muss ja bleiben. Ah, das geht so nicht. Na gut, muss ich mir anderweitig Gedanken machen. Weil es ist das Einzige, was wir jetzt noch haben an Vertragssachen, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. T-Penthouse-Bitches. Okay, und der da. Stanley, heute ist ein schöner Tag. Ich bin ein Crack-Opfer. Ein altes. Ja, allerdings. Allerdings ist er ein altes Crack-Opfer. Okay, im Grunde genommen, hier können wir nichts mehr versetzen. Das heißt, hier müssten wir gucken. Schwierig. Ganz schön schwierig. Ich denke, wir werden das Recycling hier rübernehmen erstmal. Das ist schon mal ein erster Schritt. Zumindest in den Etagen.
So, dann haben wir immer noch ein paar Fliesen, aber es ist echt nur noch lächerlich wenig. So, wir nehmen jetzt erstmal abfalltechnisch Abfall, Recycling darüber. Was? So, da war schon eine. Ich habe eine Etage übersehen. Schade, jetzt habe ich nicht zwei Türme bauen können. Gut, das müssen wir dann in einer anderen Season mal machen, dass wir zwei Türme nebeneinander bauen. Auf jeden Fall hat sich das dann schon mal erübrigt. Dann können die da schön recyceln, wenn sie wollen. So. Okay, und dann kriegen wir da nämlich jetzt noch einen zusätzlichen Aufzug rein. Und den setze ich jetzt einfach auf die andere Seite. Dann können wir die hier abreißen und gut ist. Richtig? Richtig. Gut. Okay. Danach wird nur noch optimiert. Auf jeden Fall kommt da jetzt noch ein weiterer Fahrstuhl rein. Jizz-Stuhl. So, im Grunde können sie hier schon rübergehen. Richtig, richtig. Okay. Was? Achso, ist der falsche, der da. What? Warum kann ich den nicht bauen? Achso, die haben den Müll noch nicht weggeräumt. Klar, ist ja logisch. Der Müll muss erstmal weg. Mann, Mann, Mann. Guten Bratwurst. Okay, jetzt aber. Können wir hier schon mal anfangen. Also der muss weg, damit wir da oben drüber noch ein Penthouse bekommen. Und dann können wir die da nämlich jetzt einfach mal komplett da runterziehen. Hoffentlich. If works. If it works. So. Jo, dann muss das nochmal abgerissen werden. Was ist Spaß? Sind das jetzt hier die Fahrstühle? Ja, 1, 2, 3. Und Fahrstuhl. There you go. Boom und boom. Und die kommen weg. Weil wir es können. Zumindest bis oben hin. Also nicht bis ganz oben hin, sondern einfach nur... So. Genau. Dann haben sie nämlich die Übergangsmöglichkeiten. Wir verschieben die Scheiße. Geht nicht. Ich bin begeistert. Okay, verschieben wir die Scheiße später. Bauen die Lobby wieder auf, weil wir es können. Hoffentlich Lobby. Lob. Lob, 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 da. Lob. There you go. There you go. Was zur Hölle? Warum sieht das jetzt da so aus? Okay, das haben wir da unten nicht. Deswegen ist es hier erstmal irrelevant. Okay, und dann baut mal, damit das hier weitergeht, ja. Gibt's heute noch einen, oder? Exklusiver Aufzug, der noch nicht fertig gebaut wurde. Ah, jetzt. Gut. Jetzt können wir nämlich definitiv hier noch eine Penthouse dazu bauen. Und dann haben wir das nämlich auch erledigt. Direkt schon mal die Versorgung wieder vorsehen. Kabel. Kabel. Ah. Ja, ja, ist gut. 118.000 am Tag. Kein Thema. Kein Thema. Wasser. Und Gas. So. So, die Aufzüge stehen. Versetzt. Aber egal. No one cares. Und die letzte Dachgeschoss-Lobby-Monster-Thingy. Penthouse, große Penthouse-Dachwohnung. Kommt. Nicht. Weil da ist was oben drüber. Und that is Bullshit. Indeed. Okay, dann müssen wir hier etwas tricksen, wahrscheinlich, wenn das überhaupt machbar ist. Und zwar muss der weg. Jo. Und jetzt können wir das nämlich platzieren. Erstmal. Place that shit. Dann können wir es nachher wieder ändern. Das merke die nie. So.